Hallo, in diesem Video schauen wir uns an, wie ihr euer Android-Gerät mit dem WLAN der Uni Marburg verbinden könnt. Genau genommen verbinden wir uns mit dem EduRoom-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk, das wird von Instituten weltweit angeboten und das könnt ihr euch überall dort, wo es angeboten wird, mit euren Zugangsdaten einloggen. Zunächst mal finden wir die Beschreibung. Dazu gehen wir über das Hochschulrechenzentrum. Und finden hier die Geräte und die Betriebssysteme, die ihr mit EduRoom verbinden könnt. Als Student der Uni Marburg könnt ihr euch in das EduRoom-Netzwerk einloggen oder in das interne Hochschulnetz, das OMR-Net. Jetzt gehen wir erstmal den Fall durch, wie wir vorgehen, wenn eine aktive Internetverbindung am Smartphone besteht. Und falls ihr keine aktive Internetverbindung habt, das heißt, ihr könnt mit dem Handy nicht ins Internet oder es gibt keinen Hotspot, dann könnt ihr die Einrichtung vom EduRoom auch von eurem Notebook vornehmen. Die Anleitung dafür folgt dann im Anschluss an diesen Teil. Nun auf der Android-Beschreibung angekommen, installieren wir das Konfigurationsprofil. Dafür benötigen wir eine App, die können wir entweder aus dem Google Play Store laden oder von der Entwicklerseite. Wir gehen jetzt den Weg über den Google Play Store. Die App ist ca. 600 KB groß und kann deswegen einfach geladen werden. So, nachdem wir sie installiert haben, werden wir nach dem Standort gefragt, damit die App erkennen kann, in welcher Universität wir uns befinden. Und wir wählen hier Students Uni Marburg aus, lassen noch den Zugriff zu, um die Konfigurationsdatei einzulesen und sehen hier den Inhalt der Datei, die wir installieren werden. Bestätigen die Installation und sind nun in dem Schritt, unsere Benutzerdaten einzugeben. Dafür genügt die Kurzform des Benutzernamens. Das Profil ist nun erfolgreich installiert und mit einem Klick auf Status sehen wir, ob wir verbunden sind. Falls wir nicht verbunden sind, können wir mit einem Klick auf Neu verbinden die Verbindung herstellen und sehen, die Verbindung ist somit abgeschlossen. Nun kommen wir zu dem Teil, wie ihr vorgehen könnt, falls ihr keine aktive Internetverbindung auf dem Smartphone habt. Dazu ladet ihr zunächst mal folgende App herunter und geht im Anschluss auf die EduRoom-Seite. Wählt dort das Students-Profil aus, wählt einen anderen Installer. Ihr wählt hier euer entsprechendes Betriebssystem aus. Die Datei wird heruntergeladen und ihr zieht beide Dateien in ein Verzeichnis eures Androids. Wir haben die beiden heruntergeladenen Dateien nun im Download-Verzeichnis des Android-Smartphones vorliegen und installieren zunächst mal die App. Das Android sagt jetzt, dass keine Apps von unbekannten Quellen installiert werden können. Wir zeigen jetzt, wie wir das ausschalten. Über die Auswahl unbekannte Quellen können wir das aktivieren. Nur die Installation zulassen. Andere werden damit ausgeschlossen und haben nun die Möglichkeit, die App zu installieren. Und wir halten die Bestätigung. Nun öffnen wir die Datei, bestätigen, dass wir den Standort und gehen nun den Schritt über die manuelle Installation des Konfigurationsprofils. Über dieses Menü können wir die Konfigurationsdatei auswählen und haben die Konfigurationsdatei installiert. Im Nachfolgenden gehen wir genauso vor, wie wir das in dem Video vorher schon gesehen haben und haben die Verbindung dann ohne aktive Internetverbindung hergestellt. Hier jetzt noch ein Sicherheitshinweis: Solltet ihr euch vorher bereits mit dem UMR-Net verbunden haben, dann sollte diese Internetverbindung jetzt gelöscht werden. Das liegt daran, dass nach der Installation des EduRoom-Profils die Verbindung angreifbar zurückbleibt und dazu gehen wir über Einstellungen in die Verbindungen, das WLAN
Sehen, wir sind mit EDROM verbunden. Wir halten die UMR-Net-Verbindung gedrückt und gehen auf Netzwerk entfernen. Und somit haben wir die Verbindung entfernt.